Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mal für euch im Test das G-Master 100 bis 400 mm von Sony. Das G-Master Teleobjektiv von Sony mit einer Brennweite 100 bis 400 mm und Offenblende 4,5 bis 5,6. Das Ganze mal wieder an der Sony A7 R3 und netterweise zur Verfügung gestellt von mietdeinobjektiv.de. Das heißt für alle, die denken, oh, jetzt hat er zu Sony gewechselt. Nein, ich habe nicht zu Sony gewechselt. Es gibt demnächst auch wieder ein Review über ein Canon-Objektiv. Das ist schon in Vorbereitung. Aber jetzt hier mal eine Sony-Linse. Tja, G-Master. G-Master ist ja so die High-Class von Sony. G-Master-Objektive sind nicht nur die teuersten Objektive, sondern natürlich eigentlich auch die besten. Und deswegen war es natürlich auch mal logisch, hier mal, nachdem ich ja schon das 200-600 G, nicht als G-Master, sondern als G getestet habe, als ich auf dem Flughafen Lage war, wer das Video nicht gesehen hat, ich verlinke euch das Ganze oben nochmal, könnt ihr euch mal anschauen. Jetzt hier das G-Master 100 bis 400 mm. Ihr seht es auch schon, von der Bauweise ist es natürlich eher so für den Reiserucksack geeignet. Denn es ist wesentlich kleiner als das 200-600. Das ist ja doch ein ganz schöner Klopper gewesen. Von der Größe ähnelt es so ein bisschen dem 70-200, was ich von Sigma habe aus der Sportserie. Und ist auch vom Gewicht. Gewicht hat es 1,4 Kilo. Schon was, wo man eher mit handeln kann. Das 200-600, das hatte ja 2,1 Kilo und das war schon eine Hausnummer. Das Ganze hier, schön umgänglich, muss ich sagen, kann man auch mal gut über den Tag mit fotografieren. Ich habe es jetzt für euch getestet. Ich bin hier in Warnemünde. Hinter mir seht ihr hohe Düne, das Hotel, und ich war auch schon drüben auf der anderen Seite. Dort habe ich natürlich Leuchttürme fotografiert. Es war ein schöner Zweimaster gerade hier im Hafen. Den habe ich fotografiert. Ich bin mit der Fähre rübergefahren und dann steht auf der anderen Seite im Moment auch ein kleines Riesenrad. Das heißt, da natürlich hoch und da kann man auch ein paar schöne Fotos noch vom Hafen machen. Damit ihr mal eine Vorstellung habt, 100, 400 mm Brennweite, hier mal ein paar Vergleichsfotos, einmal mit 100 mm Brennweite und dann natürlich dazu mit den vollen 400 mm.
Ja, da kommt man schon eine ganze Ecke mit ran, muss ich sagen. Also, wenn ihr unterwegs seid, gerade mal auf Reisen, ist 100, 400, das ist schon eine gute Wahl. Eben, wie gesagt, nicht nur von den geringen Packmaßen. Wenn ihr vorne die Gegenlichtblende abnehmt, dann hat das Ganze ungefähr 20 cm von der Länge. Und das kann man auch eben auch gut im Fotorucksack verstauen. Den Nachteil oder besser gesagt bauartbedingt ist es natürlich ein bisschen anders konstruiert als das 200-600, denn dort verschieben sich beim Verändern der Brennweite innenliegend die Linsen. Hier ist es so, wenn ihr die Brennweite verändert auf 100, bei 100 habt ihr die 20 cm, wenn ihr aber auf 400 mm geht, dann seht ihr schon, dann wird nämlich das Objektiv auch länger. Das finde ich eigentlich bei der innenliegenden Bauart immer günstiger, denn dann habt ihr immer eine Länge. Aber hier ist es anders gelöst, ist ja bei vielen Teleobjektiven so, dass sich dann eben die Größe verändert, wenn ihr auch die Brennweite verändert. So, kommen wir einmal zur Bauweise bzw. zur Beschaffenheit des Objektives. Der Body ist aus Metall, sehr hochwertig verarbeitet, gibt es nichts zu meckern. Wir haben zum Brennweiteverstellen einen schönen breiten Ring. Und was mir sehr gut gefällt, ist, wir haben hier eine zusätzliche Einstellmöglichkeit. Und zwar steht hier einmal Smooth und Tight. Das heißt, ihr könnt verändern den Widerstand, wie schwer oder leicht hier ihr die Brennweite verändern könnt. Das heißt, hier ist nochmal ein zusätzlicher Ring, den könnt ihr verändern. Und habt ihr eine ganz leichtgängige Brennweitenverstellung. Oder ihr stellt es zurück und dann ist es schwergängig. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr Kamera und Objektiv nach unten haltet, das Ganze nicht nach vorne ausfährt, sondern auch da bleibt, wo es ist. Funktioniert auch sehr gut. Dann haben wir hier vorne einen Fokusring, falls ihr doch mal manuell fokussieren wollt. Aber der Autofokus hier, der ist nicht nur schnell und leise, sondern der ist auch echt präzise. Was können wir verstellen am Objektiv? Wir haben vier Modi-Schalter. Das ist natürlich einmal Autofokus, manueller Fokus. Und dann können wir unsere Fokusdistanz wieder mal in zwei Stufen hier einteilen. Und das ist auch gut so. Wir haben einmal den Schalter auf Full, das heißt über die ganze Brennweite. Und dann können wir es eingrenzen ab 3 Meter bis unendlich. Wenn ihr den Wahlschalter auf Full lasst, dann kann es schon manchmal sein, wenn ihr auf 400 mm die Brennweite gestellt habt, dass der Fokus doch schon mal nicht sofort sitzt, sondern auch ein bisschen pumpt. Ich habe das mal probiert, ich habe hier Möwen fotografiert. Das ist natürlich auch schon eine Herausforderung für jeden Fokus, denn die bewegen sich natürlich ziemlich schnell und die dann anzufokussieren und dann auch noch zu fotografieren, das ist schon eine große Herausforderung. Da ist es auf jeden Fall besser, wenn ihr den Fokusweg hier nochmal ein bisschen begrenzt, also von 3 Meter aufwärts dann. Und dann funktioniert es auch mit dem Fokus sehr, sehr gut. Bei den Möwen muss ich allerdings sagen, war es so, das ist natürlich eine Herausforderung für jeden Fokus. Da ist auch noch so ein schneller Fokus, könnt ihr haben. Da ist einfach nicht jedes Bild scharf, weil die fliegen extrem schnell. Der Flügelschlag ist auch extrem schnell. Ich habe hier mit einer Auslösezeit von einer 2000stel fotografiert. Und selbst da habe ich teilweise nicht ganz knackscharfe Fotos bei gehabt. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, denn das ist wirklich eine große Herausforderung auch für so ein Objektiv. Ansonsten schneller und sehr, sehr genauer Autofokus, muss ich sagen. Was mir hier beim Brennweitenring aufgefallen ist und was ich bei den 200-600 ja ziemlich gut fand, ist, dass diese Brennweitenverstellung, es ist ein längerer Weg. Das heißt, ihr könnt nicht mal eben so war gefühlt quasi beim 200-600, dann habe ich von 200 bis 600 mm die Brennweite verstellen können. Hier ist der Weg etwas weiter. Das heißt, wenn ich von 200 bis 400 drehen will, dann merkt ihr schon, ist beim Anfokussieren, manchmal auch beim Ändern der Brennweite,
ist mir der Weg ein klein bisschen zu weit. Er hätte ein kleines Stück dichter, also ein kleines Stück weniger sein können. Es geht, aber es ist so, wenn ich den Weg sehe von 100 bis 300, der wäre okay. Den hätte ich mir gewünscht von 100 bis 400, aber da hast du eben noch mal so ein Stück und wenn du nicht wirklich große Hände hast, dann musst du da auch noch mal nachfassen beim Objektiv. Ansonsten, ganz klar, Stativschelle ist vorhanden. Ihr habt hier einen Knopf, den löst ihr, quasi so ein Drehrad und dann könnt ihr 360 Grad hier den Stativfuß drehen. Das Ganze auch abnehmbar. Ihr habt hier noch mal eine Arretierungsschraube, Sicherheitsknopf und dann könnt ihr das Ganze nach vorne rausnehmen, dann ist es ab. Das ist ziemlich easy. Was mir auch schon beim 200-600 aufgefallen ist, dass ihr keine direkte Fußplatte hier, keine Anschlussplatte für ein Stativ habt. Also nichts AK-Swiss-kompatibles zum Beispiel. Sigma hat das ja bei dem 70-200, was ich habe. Da habe ich unten eine AK-Swiss-Platte gleich mit dran. Das heißt, hier könnt ihr aber am Fuß ganz normal natürlich eure Platte, euren Fuß für euer Stativ anschrauben und dann könnt ihr es natürlich auch aufs Stativ packen. Bietet sich hier natürlich auch bei der Brennweite manchmal an. Gegenlichtblende ist ja hier mit bei und dann ist mir aufgefallen, was ist das hier unten? Bis es mir dann selber eingefallen ist, es ist kein Guckloch, ob das Objektiv noch da ist, sondern das ist ganz einfach dafür, falls ihr einen Filter drauf habt, zum Beispiel einen Polfilter, dann könnt ihr das hier aufmachen und könnt an dem Polfilter drehen, um den zum Beispiel zu verstellen. Das finde ich ziemlich cool. Ist auch, glaube ich, nur in der G-Master-Serie bei der Gegenlichtblende vorhanden. Bei der G-Serie 200 bis 600 mm war das nämlich nicht. Finde ich aber eine coole Sache, müsst ihr nämlich nicht extra die Gegenlichtblende abnehmen, sondern könnt sie dran lassen am Objektiv. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, hier den Bildstabilisator ein- und auszuschalten. Und wir haben noch zwei Bildstabilisationsmodis. Modus 1 ist der normale Stabilisationsmodus und Modus 2, da stabilisiert euch dann die Kamera das Ganze horizontal bzw. das Objektiv. Das heißt, für Nachzieherfotos super geeignet. Solltet ihr im Modus 2 fotografieren, habe ich dann auch hier die Möwen mit fotografiert. Dann haben wir zwei, drei Fokusstopper, wie auch bei dem 200-600 Objektiv. Die sind hier jeweils angebracht. Wenn ihr den Fokuspunkt habt, anfokussiert habt und ihr möchtet, dass das Objektiv den hält, dann drückt ihr jeweils entweder mit dem Daumen oder mit dem anderen Finger da drauf. Und solange ihr das gedrückt haltet, wird dann euer Fokuspunkt hier entsprechend auch gehalten. Tja, das Ganze Offenblende 4,5 bis 5,6 ist also ein bisschen lichtstärker als das 200-600 mm, kann man aber zum Beispiel bei 100 mm auch schöne Porträtfotografien machen. Offenblende 4,5 kriegt ihr schon eine schöne Unschärfe auch im Hintergrund hin. Tja, das Ganze natürlich hier an der Kombination 42 Megapixel mit der Sony A7 R3 ist natürlich schon eine nette Hausnummer. Kann man gut mal mit fotografieren. Preislich liegt das Ganze als G-Master im Moment so um die 2200, 2300 Euro, je nachdem, welchen Anbieter ihr da auswählt. Ist nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber das sind die G-Master-Objektive ja alle nicht. Aber sie haben eben eine sehr, sehr gute Abbildungsleistung. Das muss ich schon sagen. Tja, beides in der Kombi, schönes Objektiv. Wie gesagt, mein Tipp, wer nicht unbedingt 2500, 2200, 2300 ausgeben möchte für so ein Objektiv, wenn ihr vielleicht mal irgendwo hinfahrt, ihr fahrt mal in Urlaub, ihr seid mal Wochenende, eine Woche nicht da, dann leiht euch einfach so ein Objektiv, vielleicht auch mal in Zusammenhang gleich mit der Kamera, 42 Megapixel von Sony. Da habt ihr natürlich viel Luft, um auch vielleicht mal einen kleineren Ausschnitt einfach nur aus dem Bild auszuwählen. Ich war zum Beispiel auch gestern Abend noch mit dem 200-600 unterwegs, habe damit mal den Mond fotografiert und da habe ich auch super detaillierte Aufnahmen rausbekommen und habe das Ganze aber natürlich in der finalen Bearbeitung auch nochmal gekroppt. Das könnt ihr natürlich hiermit auch machen, wenn ihr 42 Megapixel habt, wenn ihr da einen Bildausschnitt nehmt, ist das Foto immer noch groß genug. Tja, wenn ich jetzt eine Sony-Kamera hätte, würde ich mir vielleicht das Objektiv kaufen, aber wahrscheinlich würde ich es doch eher mieten für einen Zeitraum, wenn ich es mal brauche, denn so eine Brennweite, tja, brauchst du ja doch irgendwie nicht jeden Tag. Vielleicht eher mal selten im Urlaub oder wenn du speziell irgendwie Tiere fotografierst, dann ist das auf jeden Fall mega Objektiv, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Tja, das soll es gewesen sein.
ich habe meine Testzeit jetzt auch mit der A7 R3 quasi beendet. Die beiden Objektive werde das Ganze jetzt auch zurückschicken. Ich fand es mal schön, in die Sony-Welt auch ein bisschen abzutauchen, mal ein bisschen was anderes zu sehen, außer nur Canon. Das heißt, demnächst wird es jetzt erstmal wieder ein bisschen ein paar Reviews auch über Canon-Objektive geben. Gut. Das dazu zum Objektiv. Wie gesagt, wenn ihr ein schönes Tele sucht, ein G-Master, und wenn ihr vielleicht einen oder anderen Euro übrig habt, dann schaut euch mal hier das G100 bis 400 mm Offenblende 4,5 bis 5,6 an. Ansonsten hoffe ich, mein Review, mein kurzer Einblick oder meine kurze Einschätzung über das Objektiv haben euch gefallen. Dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und natürlich, lasst mir gerne mal einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr das gleiche Objektiv, vielleicht habt ihr ein ähnliches, dann schreibt mir gerne mal, was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Vielleicht habt ihr das Objektiv auch an einer ganz anderen Sony-Kamera, dann lasst mir dazu gerne mal einen Kommentar da. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen dafür. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht gemacht, dann lasst mir gerne ein Abo da und vor allem die Glocke abonnieren. Oder aktivieren. Abonnieren kann man die, glaube ich, gar nicht. Man muss sie aktivieren und dann könnt ihr künftig keins meiner neuen Videos verpassen. In diesem Sinne, bis dahin.